Hallo DWZ-Fans, ich bin's wieder, Jan-Philipp Hullmann in Hameln und zwar auf der Fahrradstraße, die ja eigentlich gar keine richtige Fahrradstraße ist, denn hier dürfen eben auch Autos und Motorräder langfahren und deshalb gibt es eben nicht nur dieses Fahrradstraßenschild, sondern auch dieses Schild, was eben zeigt, dass auch andere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf dieser Straße erlaubt sind. Deswegen brauchte man aber auch eben diese Stoppschilder hier, damit eben die Autos und Motorradfahrer wissen, wo sie anhalten müssen, damit Fahrradfahrer Vorrang haben. Es ist ein Durcheinander und vor allen Dingen, wenn man sich diesen Schilderwald mal anguckt, kommt man irgendwie weder als Rad- noch Autofahrer richtig klar. Wie viele Schilder sind es eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Schilder. Und das an einer kleinen Kreuzung. Wow, da wird einem doch ganz schwindelig vor lauter Schildern. Da blickt doch wirklich keiner mehr durch. Findet auch unser DWZ-Abonnent Joachim Burkhardt, der nämlich hier besonders bemängelt, dass Autofahrer die Stoppschilder zu spät sehen aus ihrem Auto und dann auch gar nicht anhalten und einfach um die Kurve brettern. Gefährlich. Ja, und dann wird es halt hier richtig gefährlich, vor allen Dingen für die Radfahrer. Aber auch die sind ganz schön schnell unterwegs und dann wird es gefährlich für Fußgänger, sagt unser DWZ-Leser. Hallo, mein Name ist Joachim Burkhardt. Ich bin hier ab und zu auch auf dem Friedhof und stelle fest, dass auch in dem Bereich der Friedhofsquere die Radfahrer sich ziemlich ungetüm benehmen. Also teilweise Fußgänger von hinten anfahren ohne Klingelzeichen oder irgendwelche akustischen Merkmale zu geben. Gucken wir mal. Ist es das, was Sie meinen? Das meine ich. Die fahren rechts, links, egal wie sie kommen. Und sie kommen als Fußgänger ja, irgendwo immer in eine Bedrulle. Teilweise muss man dann auch schon ziemlich überrascht ausweichen. Ich sehe hier in der Zukunft auch schon eine Fahrspur für Radfahrer und eine Fußgängerspur, die auch noch gezeichnet wird. Vielleicht wäre es doch hilfreich, oder? Ja. Also egal, wie viele Schilder und Striche hier noch hinkommen sollen, ich glaube, die Stadt Hameln hat sich hier keinen großen Gefallen getan mit dieser Fahrradstraße. Und wenn der erste Unfall hier passiert, dann wird man wahrscheinlich noch mal ernsthafter darüber nachdenken, was für ein Chaos man hier veranstaltet hat. Sehe ich zumindest so.